Hallo liebe Leute, herzlich willkommen. Tja, wozu eigentlich? Nein, zu einem neuen Let's Play Minecraft Life in the Woods und Codierung überlastet. Okay, irgendetwas stimmt gerade mit meiner Codierung nicht. Warum auch immer ist meine CPU jetzt richtig gut überlastet. Ich werde mal kurz den Shader auf intern wechseln. Und mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja. Komischerweise hat das dann jetzt keine Probleme. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal diese Probleme mit dem Shader habe. Die hatte ich vorher eigentlich nicht. Dass, wenn ich den Shader jetzt aktiviere, läuft das Spiel zwar flüssig, aber meine Cam ruckelt. Andererseits könnte das natürlich daher kommen, dass vielleicht die Auflösung der Cam ein bisschen zu hoch ist. Weil ich glaube, die habe ich nicht runter konfiguriert. Für so ein kleines Cam-Chat-Fenster müsste die eigentlich nicht so groß sein wie sie. Also ich glaube, das ist immer noch Full HD. Ich glaube, das braucht eigentlich nicht in Full HD aufgenommen werden. So, ich mache hier einfach mal weiter. Ich hoffe, also falls ihr die letzte Folge gesehen habt, sie hieß ja diesmal so ein Scheiß. Und das war wirklich ein Scheiß, das kann ich euch sagen. Falls ihr die ja schon gesehen habt, wisst ihr warum. Aber mir sind ja 5 Folgen flöten gegangen. In den Folgen habe ich richtig viel entdeckt. Und ich weiß jetzt, was ich machen wollte. Als erstes zeige ich euch mal das Dorf, was ich entdeckt habe. So, da machen wir mal die Tür zu, gehen mal ins Bettchen. Und ja, also der Stream läuft ja eigentlich ganz gut. Das ist schon mal okay. Und wir nehmen uns jetzt Sachen mit. Denn, also alles, was wir... wir brauchen hier noch eine Kiste. Wir haben hier echt keinen Platz mehr. Wir machen uns mal noch... so, 2 Kisten müssten reichen. Ja, müssen wir die halt hier hinstellen. Ist zwar ein bisschen eng hier, aber es ist gemütlich. Ist ein bisschen Ikea-mäßig, ne? So, da. So, jetzt räumen wir erstmal das hier alles weg, was ich nicht brauche. Erde nehme ich mit. Leitern lasse ich auch mal hier. Und alles andere packen wir mal kurz hier raus. Einfach mal alles raus. So, den Eimer nehme ich natürlich mit. Den Bogen nehme ich auch mit. Werkzeug. Und Kohle braucht man auch immer wieder. Und die Pfeile natürlich hier auch. Und ein bisschen Holz zum Bearbeiten. So, die beiden Öfen brauche ich drüben im Dorf auch nicht mehr. Denn da gibt es auch Öfen. Und jetzt nehmen wir... Na, erstmal könnten wir uns wieder ein paar Brote machen. Wir haben gar nichts mehr zu essen. Das ist eigentlich immer nur ein Brot, ne? Ja. Ich wollte das nur mal testen. Okay, es gibt also nur einen Samen von einem Weizen. Das bringt also nichts, die irgendwie auseinander zu friemeln. So, wir nehmen uns aber jetzt hier mal die ganzen Samen mit, die ich schon gesammelt habe. Und habe ich hier noch irgendwelche anderen, die ich mitnehmen wollte? Was ist das? Oak Sapling? Hier die Sojabohne können wir mal mitnehmen. Madagaskar Palmen nicht. Was haben wir hier? Cotton. Brauchen wir auch nicht. Ne, ich will jetzt erstmal nur die Sachen da zum Essen mitnehmen. Also die hier. Weil dann kann ich da hinten im Dorf direkt alles mal neu pflanzen. Warte mal, wir haben jetzt hier auch eine Hake. Alles, was wir sonst so brauchen, haben wir jetzt erstmal mit. Ah, nee, haben wir nicht. Ha, wusste ich doch, ich habe was vergessen. Und zwar eine Schaufel. Schaufel hatte ich nicht mehr. So, dann nehmen wir die auch mit. Packen wir das eine Stück Eisen noch weg. Obwohl, wir hätten uns eigentlich 2 Schaufeln direkt machen können. Das wäre jetzt auch total egal gewesen. So, auf dem Weg mit frischem Essen zum Dorf. Also, das Dorf ist ungefähr da.
in diese Richtung hier hinterm Berg. Also wir gehen einmal drumherum. Ich habe das halt entdeckt, weil ich hier wieder auf Nahrungssuche war, weil wir haben ja, wie gesagt, mein Feld kommt ja jetzt ab dem Gebäude, also ab meinem kleinen Starthäuschen und dann hier rechts. Also hier, das werden später alles Felder und ja, dann bin ich halt hier ein bisschen lang gewandert, um erstmal ja das Nötigste an Nahrung zu bekommen, also Tiere. Und die haben wir auch gefunden, nur wir mussten mehrmals rennen, weil ich habe ja, wie gesagt, 5 Folgen aufgenommen. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, kann ich das nochmal kurz erklären. Wie gesagt, ich habe heute Morgen 5 Folgen am Stück aufgenommen. Ich glaube, ich habe über 1,5 Stunden, glaube ich, gespielt und habe ja richtig viel hier gemacht. Wie gesagt, der halbe Wald, wenn ihr das vorher gesehen habt, der war ja komplett noch da. Allein den haben wir abgeholzt, wir haben das Dorf entdeckt und wir haben Nemo sogar gefunden. Der hat zwar nicht mehr gelebt und ich habe ihn dann aufgegessen, weil er wollte halt nicht mehr leben. Ich habe für ihn sogar einen Teich gebaut und wollte ihn da reinschmeißen, hat auch nichts gebracht. Blöd. Auf jeden Fall, komischerweise, also ich nehme mit der Elgato Game Capture auf und die nimmt ja eigentlich das auf, was hier auf dem Monitor bei mir passiert, weil mein Monitor ist da durchgeschliffen. Komischerweise hat die auch, ihr seht ja jetzt meine Cam, ihr seht den Bilderrahmen drumherum, aber sie hat nur den Desktop aufgezeichnet und unten in der Taskleiste war noch nicht mal zu sehen, dass Minecraft geöffnet war. Das war total komisch. Und wenn man sich das anguckt, dann denkt man, ich bin bekloppt. Weil selbst die Maus sieht man, dass die sich bewegt. Und man könnte also denken, ja, der ist bekloppt, der Nodash Pro, der sitzt jetzt vorm PC und tut so oder denkt, er würde Minecraft spielen in seiner Fantasie. Das war echt crazy. So, um hier was anzupflanzen, müssen wir hier erstmal das Eis kaputt brechen, weil sonst... So, also erstmal hier wieder die ganzen Stellen besamen. Oh, guck hier. Ist sogar schon Gras gewachsen über die ganze Geschichte. Okay, gucken wir mal, was hier reif ist. Hier, das ist reif. Wir haben Möhren. Oh mein Gott, also ich bin richtig froh gewesen sogar, als wir das Dorf hier zufällig gefunden haben, als ich hier langgelatscht bin. Weil ich halt die ganze Zeit ja schon... So, hier können wir auch wieder Möhren ein bisschen einpflanzen. Ah, hier müssen wir wieder das kaputt machen. Das ist halt der Nachteil, wenn das friert. Aber ist egal. Die Felder, die sind ja hier von den Dorfbewohnern errichtet worden. Also war ich wirklich froh, dass wir die gefunden haben. So, ich muss hier mal mein Handy kurz leiser machen. Denn in meiner Windows-Gruppe sind die sich gerade am Bekriegen. Nein, aber der Chat ist sehr aktiv gerade. So, das wächst noch. Ich glaube, hier ist nichts reif an dem Feld. Dann gehen wir mal hier hin, mal gucken, was wir hier haben. Zucchini, ah. Zucchini, auch cool. Okay, hier haben wir noch Platz. Oh nein, das wollte ich nicht. So, was pflanzen wir da ein? Einmal, würde ich mal sagen, hier die wieder. Und dann Weizen. Weizen brauchen wir sehr viel, damit wir schöne, viele Brote machen können. Erstmal, das ist so das Grundnahrungsmittel, denke ich mal. Was haben wir hier? Raspberry, okay, sehr gut. Und guck mal hier, hier ist... Ah, hier könnte man ja zum Beispiel, habe ich gar nicht mitgenommen, ne? Zuckerrohr oder sowas auf Sand. Wächst doch Zuckerrohr, oder? So, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich ja gleichzeitig das jetzt als Let's Play aufnehme. Damit ich weiß, wann eine Folge zu Ende ist. So, okay. Gehen wir mal hier rüber. So, also das ist noch nicht ausgereift. Nein, hier können wir... Rutsch. Hier pflanzen wir das noch ein, so. Na, komm schon. Warum will der den nicht kaputt machen? Ah, das Wasser ist zu weit weg.
Also es funktioniert, die Sachen wachsen, obwohl da nachher ja wieder Eis ist. Man muss nur einmal flüssiges Wasser haben, damit man umgraben kann. Und bis ich das rausgefunden habe, Leute, das, ihr wisst ja, ihr, das sieht man halt an meinen anderen Folgen. Das hat ein bisschen gedauert. Weil das keiner, das Lustige ist, ich wusste nicht in Life in the Woods, wie das funktioniert. Dass man unbedingt Wasser, vier Felder neben der Erde, also um einen, ja, also um Wasser kann man bis zu vier Felder maximal umgraben. Ja, das muss einem erstmal jemand sagen, ne? Das Lustige ist, in den Videos wird das nicht erklärt. Also keiner sagt speziell, dass das Wasser schon vorher da sein muss. Man denkt halt, ah, okay, die legen einen Garten an, klar, die machen direkt Wasser, graben um. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum? Also wenn ich jetzt hier einfach mal hingehe. So, ich kann hier zwar das Gras wegnehmen, aber ich kann hier nicht umgraben. Und bis ich, im normalen Minecraft geht das ja. Bis ich dann gecheckt habe, ah, okay. Man muss halt Wasser in der Nähe haben. Das hat dann so ein bisschen gedauert. Vor allen Dingen, weil Eis ja auch nicht geht, ne? Also, wie gesagt, Eis geht nicht. So, hier haben wir jetzt alles eingepflanzt, ne? Mal gucken, was hier könnten wir noch. Achso, das sind die Onions. Die sind aber noch nicht fertig. Und das ist Rye-Crop. Okay, man kann ja richtig viel... Man kann, ich glaube, es gibt sogar Reis, oder? Den man anbauen kann. Oh, cool. Da hinten die Felder habe ich noch gar nicht gesehen, das letzte Mal. Das letzte Mal, als ich hier war, war es Nacht. Das Gute ist, jetzt habe ich ja mittlerweile sogar Möhren, die man auch einfach so essen kann. Nur eine Möhre und da kann ich wieder nur eine pflanzen, oder? Ah, guck mal, hier sind noch Karotten. So, jetzt habe ich auch keine... Oh, jetzt geht die Sonne unter. So, das ist fertig, okay. Das ist auch fertig. Moment, dann gehe ich mal hier lang. Ah, Mist. Habe ich den Rest kaputt gemacht, aber egal. Was haben wir da? Desert Garden, okay. Nehmen wir die mal mit. Kaktusfrucht, okay. Die können wir... Können wir die einpflanzen? Testen wir das mal mit einer. Gucken wir mal, ob wir die einpflanzen können. Nee, hier nicht, okay. Dann können wir da mal vielleicht irgendwas machen. So, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt wird es dunkel. Gucken wir mal in das Haus hier, ob es hier irgendwas Tolles gibt. Toll. Also, ich habe schon gesagt, die Siedlung hier, die ist nicht wirklich ausgebaut. Ich habe nur ein Haus gefunden, wo auch eine Kiste drin war. Ansonsten ist hier nichts los. So, kann man das auch? Ah, hier, guck mal, das sieht auch fertig aus. Das sind Potatoes. So, pflanzen wir die wieder ein. Und ich nehme mir auch hier die Schafe mit und die Wolle. Hier ist ein ganz tiefer Brunnen. Der geht... Ah, das sieht man jetzt nicht. Das sieht man leider ohne den Shader. Wenn ich den Shader anmachen würde, würde man das sehen, dass der Brunnen richtig tief ist. Der geht richtig tief nach unten. So sieht man das aber nicht. Okay, wir gehen hier nochmal rein. Mal gucken, was hier noch in der Kiste war. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Pile of Ashes, Biome of Plenty. Okay, was kann man denn damit machen? Ach so, das ist... Ach, das ist Asche. Ein Stück Asche. Okay, sehr gut. Damit kann man... Okay. Clay, was? Okay. Also das kann man auch... Damit kann man auch brennen. Die Hose brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir lassen die Sachen einfach mal hier. Obsidian, genau, das nehmen wir mit. Oh, ich höre da einen
Ich habe die Tür, glaube ich, aufgelassen. Ach, hier ist gar keine Tür drin. So, hatte ich hier noch was in den Öfen? Ach, guck mal hier. Stimmt, ich habe ja noch Eisen gefunden. Gut, dass wir zurückgekommen sind. Und Mülleimer haben wir hier auch. Das ist auch schon mal sehr gut. So, jetzt schauen wir mal kurz, was die Zeit sagt. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal dadurch zurück und machen wir... Ach, das war hier sehr clever gebaut jetzt. Gehen wir mal zurück. Ja, ich habe vergessen, mir ein Bett zu machen. Ich wollte mir eigentlich ein Bett machen, sodass man hier unterwegs... Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, guck mal, das Schwein. Was wäre jetzt an Essen hier? Hey, warum will denn das nicht? Warum will das Schwein... das Zombie interessiert sich gar nicht für mich. Komisch. Na gut. Dann sammeln wir ein bisschen, ne? Dann sammeln wir ein bisschen. Lauf! Also ich möchte nicht drauf gehen. Nein, nein. Das bin ich hier am Anfang oft genug. Und das reicht jetzt auch, ne? Wenn wir haben unsere Lektion haben wir gelernt. Also nicht mehr sterben.